Hallo, schön euch zu sehen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass auch du wieder mit dabei bist und herzlich willkommen zu Pioneers of Paragonia. Wir haben tatsächlich alle 12 Äxte jetzt liefern können, bezüglich unserer Angesehenheit bei der anderen Fraktion sind wir jetzt bei 80% angekommen. Dieses letzte Teil musste kurz nach der Aufnahmepause, beziehungsweise im Aufnahmeende der letzten Folge noch passiert sein. Passieren immer manche Dinge so im letzten Moment. So, die Eisenstatue, die ist auch bei 73%. Immerhin, 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 wir kommen voran. Moment, wo haben wir denn den Eber? Da ist er. Der große Eber der Entschlossenheit. Ja, meine Entschlossenheit ist auch sehr groß, ob jetzt mit oder ohne Eber. Ich werde auch zu jeglichen Huldigungen bereit. Allerdings sollte ich erstmal ein paar andere Dinge in die Wege leiten. Wir brauchen da so ein paar, sag mal schnell, Werkzeuge. Rüstungsschmiede, Bäckerei. Ich will wieder mal die Werkzeugschmiede, nicht Waffenschmiede. Da ist sie. Mann. So, wir brauchen Zangen. Ich mach mal drei. Denn ich habe überhaupt keine, ne, überhaupt nicht, keine Zangen im Vorrat. Und Spitzhacken mache ich mal direkt fünf. Und dann hoffe ich, dass wir da vorankommen. Da ist reingesteckt. Sind das, ach, das sind die Beile, die er noch fertiggestellt hat. Gehe ich mal davon aus. Ja, ich hatte ja irgendwie noch, glaub, zwei oder drei mehr geordert, als wir letzten Endes brauchen. Jetzt nie verkehrt, ein bisschen Sachen auf Vorrat zu haben, wie man hier sieht. Da muss ich bei der nächsten Runde auf jeden Fall darauf achten, dass die Werkzeugschmiede zumindest mal so einen gewissen Satz an Werkzeugen schon in Arbeit hat oder dann halt entsprechend parat hat, sonst kommen wir hier in Teufels Küche, das muss auch nicht sein. So, Lager, aha, immerhin, 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 das war nicht verkehrt, das freut mich sehr. Dann, ja, so ein paar Sachen, wir jetzt natürlich jetzt hier noch Zeit brauchen, ne? Also hier der Kohle. Abbau. Nanu, wo ist denn noch da? So, Fokuspunkt eingesetzt. Erstmal, bis da der Kohleabbau beginnen kann, das wird noch ein bisschen dauern. Da sind jetzt die Spitzhacken ja erstmal in Auftrag gegeben worden. Und ja, hier ist immerhin schon mal jetzt der Wachturm fertig. Ah ja, das habe ich gemacht. Und entsprechende Leute sind unterwegs. Das ist cool. So. Wenigstens etwas. Da kommen wir auch voran. Sehr schön. So, 73%. Ach so, also ich wollte schon sagen, wir waren, wenn ich hier irgendwie schon weiter. Nee, das ist nach wie vor 80%. Das ist schon mal gut. Das mit der Expedition, das dauert natürlich jetzt noch ein bisschen. Ach, die bearbeiten einen Kalkstein, wie wild. Okay. Da ist nicht mehr allzu viel von da, glaube ich mal, von dem Kalkstein. Da wird die Kohle abgebaut. Handelszentrum. Ach, das sind die anderen. Entschuldigung. Ich so, hä? Oh mein Gott. Fängt schon wieder sehr gut an. Ich bin schon wieder vollkommen neben der Spur. Ja, wieso sind hier nicht 10.000 Leute beschäftigt, irgendwas zu tun? Ich bin entsetzt. Die sind am Winken.
meine Leute sind am Winken. Die sind mit Winken beschäftigt. Weil, ja, hier ist alles voll. Da wird im Augenblick nichts von gebraucht. Behaupte ich einfach mal so. Steinmetz. Herstellung im Gang. Ja, so ein bisschen wird ja auch schon noch gearbeitet. So, Steinmetz. Steinmetze formen Steine zu Grenzsteinen für die Gebietserweiterung und zu Werksteinen als Baumaterial. Ja gut, das ist bekannt. Steinbruch. Huch. Foink. Moment mal. Ja, ja gut, das ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass die da beschäftigt sind. Dass die nicht mehr beschäftigt sind, vielmehr. Ja. Steinbrucharbeiter bauen Stein und Kalkstein an nahegelegenen Vorkommen in deinem Gebiet ab, um als Baumaterial verwendet und an Steinmetze und Steinmühlen geliefert zu werden. Der ist alles dicht. Genau, das war die Sache hier von wegen mit den Steinmühlen, richtig. Die müsste hier irgendwo rum existieren, glaube ich. Hatte ich nicht in der Nähe, dass das Steinmetz. Das ist die Münzprägerei. Ja, weil die hier halt diesen Kalkstein abbauen. Silbertagebau, Kohleabtragebau, Wellanstein mit. Das ist eine Schmelzhütte, das ist auch bekannt. Handelsposten? Achso, die sind fertig, stimmt. Sie haben ja ihren Job getan. Das erklärt das weiße Fähnchen. Kann ich aber hier auch die Prio rausnehmen, das brauchen wir nicht mehr. Münzprägerei, Steinmetz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da so ein Teil gebaut habe, weil wir brauchten das ja für irgendwelche Gebäude. Was heißt die Steinmühle? Okay. Ja, Steinmühlenarbeiter machen aus Kalkstein Zement, der als Baumaterial verwendet wird. Genau. Da sind wir. Oh, der hat auch nichts mit zu tun. Ja. Okay. Ich glaube, die Holzwerkstatt ist auch bekannt. Holzarbeiter stellen einfache Waffen und Werkzeuge aus Laubholz und Seil her. Und klar, die Windmühle ist auch klar. Ne? Hier wird Mehl hergestellt, das dann halt in den Bäckereien zu Brot verarbeitet wird. Die sind eifrig dabei. Ja, Lager und so weiter kennt man. Marktstand, haben wir das eigentlich schon mal irgendwie uns näher angeguckt? Marktstand, Träger bringen Zutaten, ich habe irgendwie ständig die Maus im Weg. Träger bringen Zutaten von Jägern und Farmern zu den Marktständen. Köche einer nahegelegenen Taverne sammeln die Zutaten, muss in der Nähe eines Marktbrunnens stehen und bietet Platz für bis zu 3 verschiedene Zutaten je 10 Stück. Oh, das ist ja das, was ich noch nicht wusste. Ja, deswegen auch hier die 3 Stände, wenn man so will. So die 3 Fächer. Vorratsbereiche. Ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Und wo man jetzt sagen kann, halt, ne, entweder wird alles für eine Nahrungsart, also für eine Kategorie verwendet, sei es jetzt hier Brot, sei es irgendein Gemüse oder hier halt in dem Fall dann halt, was sind das hier? Ich glaube Himbeeren. Hier wird Fleisch dargeboten. Hier haben wir. Ach hier, da hatte ich nichts gesagt. Der könnte jetzt quasi 3 verschiedene Sachen anbieten. Es sind aber, glaube ich, nur. Ist das Kürbis oder soll das sein? Ich kann es nicht erkennen. Irgendwas, was zusammengeschnippelt ist. Egal. So. Mein Husten ist eigentlich weg. Warum habe ich immer noch zu räuspern? Egal. So, hier haben wir Brennholz. Wenn das richtig sehe. Ja, Feuerholz. Ja, Brennholz, Feuerholz. Ne? Klar. Ja, hiermit musste ich mich erstmal so ein bisschen anfreunden, dann mit dieser komprimierten Form, aber ich finde es nicht schlecht. Ja, wenn man einmal da den Dreh so raus hat, ne, hier kann man halt auswählen, was gelagert werden soll und ja. Das ist
der das Ganze gelöst. Die vorhergehende Variante war auch nicht übel, da konnte ich auch mit leben. Das war sehr selbsterklärend. Aber das hier ist, ja doch, geht. Kann man, ist in Ordnung. Ist halt etwas kompakter, ne, braucht nicht mehr so viel Platz. Das Fenster wird dadurch etwas kleiner. Das ist schon nicht verkehrt. So, haben wir sonst noch irgendwas, was sich vorzulesen lohnen würde? Wachtürme sind bekannt mit den Entdeckerposten. Ja, halt zu Hause von Entdeckern, die mit Rationen auf Reisen gehen, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Die sind alle auf einer 5-Jahres-Mission, um halt unbekannte Gebiete, neue Zivilisationen, Leben und so weiter zu entdecken. Ja, ja, ja. Allerdings zu Fuß, also die benutzen, ja, ist halt so. Okay. Ich habe mich schon wieder im Kopf und Kragen. Ja. Ah, sehr cool. Das wird langsam. Komme ich da jetzt schon ran? Könnte ich den? Ja, sehr schön. Dann kommen wir hier. Oh, ich habe zu viel versprochen. Wir sind nah dran, aber leider noch nicht so ganz da, wo wir ran müssen. Mach nicht da, da, hier, bitte. Du, hier bitte. Nein, nicht da hinten, da ist schon genug. Mach hier bitte. Ja, genau, genau. Ja, sehr gut. Du bist hier. Wer ist das? Der Mann der Stunde. Eine Veteranenwache. Du wirst sofort befördert. Auf jeden Fall. Kriegst mir Geld, alles. Sehr cool. So. Jetzt aber. Das dürfte jetzt gehen. Ah, super. Sehr, sehr gut. Dann können wir den jetzt auch endlich anbinden. Sollte vielleicht mal ein bisschen rausscrollen hier, rauszoomen. Dann sehe ich auch was. So. Mal hier um die Ecke. Hervorragend. Die brauchen, genau, das war die Sache mit dem Hammer und dem Seil. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. 12, ja. Ich hoffe, die reichen auch und lassen jetzt nicht alle 12 Hämmer, die hier so unterwegs sind, also ne, auch in Gebrauch sind, irgendwo. Ne, ist los, wo rennen die? Wache? Eigene Fraktion? Was haben die für Probleme? Ach, die kennen da wieder zurück? Nee. Alles gut? Bin mir da gerade nicht so sicher. Ja. Irgendwas Schlimmes entdeckt? Die sind doch sonst nicht so hektisch. Es sei denn, ne, ist irgendwie ein Angriff oder so. Naja, egal. Wo war ich, bevor ich mich wieder so erfolgreich selber unterbrochen hatte? Auf jeden Fall, ne, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, achso, genau, ich wollte wissen, ob das so alles frei ist. Moment. Versuchen wir das doch mal irgendwie herauszufinden. Ich gehe mal hier auf den Hammer. Ah! Wieso? Moment mal, reserviert 12? Ich hab Hämmer gebaut, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwelche Luke da hinten. Wieso heißt das jetzt reserviert und nicht verfügbar? Die Seile werden auch geliefert. Moment mal, mit den Seilen, wie sieht es da aus? Seile? Ach, da sind die. Ja, da gut, da habe ich 40 Stück, von denen sind 40 verfügbar. Aha. Dann muss ich sogar noch Hämmer bauen. Gut, dass ich mal geguckt habe. Das ist ja der Hammer. Ich bin hier nicht richtig. Ich bin hier falsch. Ich muss hier irgendwo hin. So, gib mir Hämmer. If I have a Hammer. Jetzt ist aber Schluss. Hier habe ich alle Aufträge abgeschlossen. Wir brauchen 8 von den Dingern. Dann mache ich direkt 10. Und ich würde vorschlagen, hier von Nummer 5, davon Nummer 5. Meißel, weiß ich jetzt nicht. Messer, keine Ahnung. Ja, erstmal die beiden Sachen. Das ist erstmal das Wichtigste, glaube ich.
Getreidefarm. 3 von 3. Okay. Also die sind komplett. Ah, hier. Genau. Lieferung erfolgreich zugestellt. Das ist abgeschlossen. Ort eingenommen. Mysteriöser Ort. Das ist dieses Ding. Genau. Und das war die Produktion, die ich da angestoßen hatte. Die ist jetzt abgeschlossen. Das heißt aber auch, dass die entsprechenden Gebäude jetzt in Betrieb sein müssten. Kupfer? Nein, hier war irgendwas mit Kohle. Irgendwo. Kohletagebau, genau. Da wird jetzt gearbeitet, das ist cool. Die Schmelzhütte ist auch jetzt entsprechend besetzt. Gut, das Ding war ja schon soweit besetzt. Da wird jetzt noch Eisen geliefert. Sehr, sehr schön. Der wartet auf Material. Ja gut, Kohle ist natürlich immer noch ein Thema. Hätte doch noch irgendwo eine Kohlehütte, ein Bergwerk gehabt. Hingesetzt, gebaut, geplant, wie auch immer. Wachturm, der ist quasi noch dabei, da seinen Job zu machen, aber der hat die wichtigsten Sachen erledigt. Kohle? Oh. Ich entsinne mich. War das der hier, der, wo ich sagte, der ist etwas näher dran? Augenblick mal eben. Näher dran mag er sein, aber so wegetechnisch. Das jetzt ein bisschen besser. Ich hätte doch noch. Hier. Genau. Die Prio kann jetzt weg. Das hat sich erledigt. So. Hat sich das auch priorisiert? Nee. Ja, sehr schön läuft. Moment, war das mit der Expedition jetzt hier? Kriegen die so langsam die Sachen, die sie brauchen? 12 Seile sind auf dem Weg und immerhin schon mal ein Hammer. Ein Hammer. Der mysteriöse Ort, so sieht er aus. Moment, ich bin mal ganz kurz so. Da war's. So. Blende das mal eben aus. Was ist das denn? Ach, das soll wahrscheinlich die Insel sein. Da ist ein X. Hat das irgendwas zu bedeuten oder ist es einfach nur so? Hier ist nochmal die Karte. Oder eine Karte. Jetzt die Karte ist die Frage. Aber ich denke, das hat weiter keine Bedeutung. Das ist einfach nur so. Als mysteriöser Ort. Man muss ja irgendwo das Mysteriöse zu finden sein. Was sehr mysteriös ist, was mir hier so direkt auffällt. Ah, da kommt nochmal ein Seil. Keine Katzen. Bis jetzt haben so also fast jedes Gebäude hatte doch irgendwie eine Katze. Ja, dahinter mal ein Hoppelhase, das ist schön. Ist nur mal so Interesse halber. Wie gesagt, das wird überhaupt keine Bedeutung haben. Das ist einfach nur so ein Joke. Also müsste dann mit einer, keine Ahnung, dann hier irgendwo vielmehr sogar noch im Wasser irgendwie was sein und wir haben ja keine Wasserfahrzeuge. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das wird mit Sicherheit überhaupt keine Bedeutung haben. Das ist just for fun. Okay. Oder die haben hier unsere Landung vorweggenommen. Wobei dann aber das mit dem Kreuz da nicht so richtig stimmt. Würde ich mal behaupten wollen. Ne, wir sind eigentlich mehr so hier. Oder ja, man kann sehen, soll das ein Kreuz sein? Vielleicht da gestartet, hat hier gelandet oder so? Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Ich zerbreche mir hier den Kopf über Dinge, die irgendwie keine
Relevanz haben, im Prinzip keine Bedeutung haben. So. Ich brauche die UI mal eben. Mittlerweile haben wir 66,6% des Gebiets hier eingenommen. Gut zwei Drittel, also gute, wirklich gute zwei Drittel. Immerhin. So, die Seile sind jetzt komplett. Hammer braucht noch ein bisschen. Ja, da mit dem Hammer zwar im Griff, aber das dauert noch ein bisschen. Da werden 14 jetzt angezeigt. Zangen hat er hergestellt. Eine Spitzhacke haben wir auf Tasche. Also als Reserve. Da kommen Grenzsteine. Ja. Ja, schade. Jetzt können wir fast nichts mehr machen. Wir sind soweit durch. Wir sind soweit durch und ich sehe auch, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Gucken wir euch die Abenteuergilde, Rüstungsschmiede, da. Werkzeugschmiede. Acht Hämmer muss er noch machen. Gut. Ach, den muss er noch machen. Dann haben wir dann die letzte Aufgabe auch geschafft, letzten Endes. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Zwei Sachen. Die Eisenstatue und diese Geschichte hier mit der Versorgung der Expedition. Ich danke für euer Dabeisein. Ich danke für dein Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.